Morgen, meine Lieben. Ich habe vorhin den Vlog schon so beendet, weil ich bin so eingeschlafen gestern. Also so, ich mein, so geschminkt und ich schaue so. Ja, lustig aus meine Haare. Aber ich zeige euch mal, wie meine Haare wirklich ausschauen. Also, wirklich meine ich offen. Das ist nämlich schon... Holy crap! Wenn man mit nassen Haaren schlafen geht, schaut man dann so aus. Ja, auf jeden Fall stehe ich hier unten. Ich muss jetzt noch schnell, ich möchte noch schnell eine Waschmaschine anmachen. Und dann gehe ich mich abschminken, Haare waschen. Weil heute bekomme ich Wimpern. Yay! Ich habe mir einen Wimperntermin machen lassen. Ich habe mir gedacht, komm! Irgendwie finde ich das so schön, gerade aktuell bei allen anderen, wo ich sehe. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mir halt wieder Wimpern. Ja, why not? Why not? Ja, probiere es mal wieder aus, ob ich damit wieder zurechtkomme oder nicht. Schauen wir mal. Aber zuerst mal hier Waschmaschine voll machen. Ja. Die Waschmaschine läuft, der Geschirrspüler läuft. Und ich habe mir jetzt einen so einen Blasenentzündungsgetränk gemacht. Haben wir gestern in der Apotheke gekauft. Das da. Das ist so ein Granulat, das man in Wasser auflöst. Das werde ich jetzt schnell trinken und dann werde ich mich abschminken und meine Haare waschen. Maske ist am Einziehen. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann in der Kamera. Seht ihr diese Pünktchen? Das sind meine Poren. Und diese Maske dringt halt richtig tief ein. Na komm, Fokus. Jetzt. Seht ihr das? Krass, oder? Der hat so einen richtigen Korkenzieher-Effekt. Und nicht nur das, diese Maske ist einfach super. Der Patrick nutzt sie jetzt auch regelmäßig. Der hat ja so Teenager-Pickelchens und man merkt auch, dass die Narben von seinen Pickelchen einfach heller werden durch diese Zaubermaske. So nennen wir sie übrigens, Zaubermaske. Ja, wenn ihr auch so eine haben möchtet, unten in der Infobox ist entweder eine E-Mail-Adresse von mir, da könnt ihr bei mir direkt bestellen. Oder über den Link, der für euer Land ist. Österreich, Deutschland, Schweiz. Das ist eine richtig, richtig gute Maske. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Wenn ihr Probleme mit Unreinheiten habt oder verstopften Poren oder grundsätzlich. Die ist super. Ja, die lasse ich jetzt noch komplett einwirken. Und schaut mal meine Ohren. Schaut mal meine Lieben, wie die Haare gut nachgewachsen sind. So happy. Auf jeden Fall, ich lasse jetzt einwirken, bis die ganz hell ist und danach wasche ich meine Haarmaske und die Schlammmaske runter. Ja, und dann Kaffee trinken. So, meine Maske habe ich jetzt runtergewaschen, die Haarmaske habe ich auch runtergewaschen und jetzt werde ich Bolognese kochen, habe ich mir überlegt. Hier gleich in meine Mission Cuisine. Ja, Spaghetti Bolognese steht heute am Tagesprogramm. Mit Fleisch. Jetzt habe ich die Kamera ausgeschaltet. Auf jeden Fall mit Fleisch. Es ist ja so, dass ich seit dem letzten Video immer wieder jetzt gesündigt will ich gar nicht sagen. Ich bin einfach meinen Gelüsten nachgegangen, weil wenn man gesündigt sagt, dann ist es so, als hätte man sich so ein mega Verbot auferlegt und ich habe mir jetzt auch durch eure Hilfe, ihr habt mir so liebe Kommentare geschrieben, auch das ein bisschen abgelegt, weil das hat mich schon innerlich gestresst, dass ich diese Gelüste hatte. Dadurch habe ich mich aber auch schlecht gefühlt und ja, jetzt habe ich halt einfach wieder angefangen, so langsam hier und da was zu essen. Während ich koche, ist die kleine Luisa. Hilfst du mir beim Kochen? Hilfst du mir beim Kochen? Hilfst du mir beim Kochen? Ja. Ja? Oh, danke. Bist du süß? Bist du süß? Bist du süß? Wie kann man so süß sein?
Bist du süß? Nee. Kleine Wurmi. Bist du ein kleiner Wurmi? Ist ein Wurmbär. Super. So, die Spaghetti Bolognese ist hier am Werkeln, also fast fertig, also die gelbe Linie hat noch ein bisschen und was ist denn das? Hier wird noch angebraten, hier werden Nudeln gekocht und einen Kaffee habe ich mir auch gemacht. So, die Mädels sind zu Hause. Lara, was magst du trinken? Wasser oder Saft? Na, das? Was? Wasser oder Saft? Wasser! Okay. Ich habe der Luisa eine Lansino-Flasche gekauft. Und jetzt will sie plötzlich Milch trinken. Alles klar. Sie wollte nur einen Babyschluck haben. So, habt ihr alle Gläser? Michel, Wasser auch? Soll ich euch Wasser einschenken? Oder willst du Saft? Ja, ich hole was von da. Bitte schön. Schlippi, schlippi, schlipp. Lara Della, bitte näher ran. Heiß? Heiß? Ja. Ist es heiß? Ja. Ui. So. Ui, das ist ja... Mal. Muss ich mal pusten? Hat Angst. Ja, keine Ahnung. So, meine Lieben, die Luisa ist wieder wach. Die schläft ja nie besonders lange, wenn ich weggehe. Und die Michelle hat einen Wackelzahn. Ich hab gesagt, soll mal gucken. Wo hast du denn die Wackelzähne? Zwei? Luisa, warte kurz jetzt. Der wackelt doch nicht so stark wie der. Okay. Soll ich mal mit dem Taschentuch probieren? Ich habe dir ja schon mal im Video einen Zahn gezogen, weißt du, ne? Aber der bewegt sich ja gar nicht. Aber der bewegt sich doch gar nicht. Komm, tu mal nicht die Zunge ran. Ah, mach A. Ah, 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 und das ist eine Dede. Bitte was? Dede, 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 dede. Ich spüre gar nichts, Michelle. Ich schon. Ja, mach selber raus. Weißt du, wie das geht? Nee. Das ist so rein und dann so drehen. Egal. Traust dich nur nicht, oder? Du geht nicht. Kann er nicht. So, meine Lieben, ich war in der Zwischenzeit beim Wimpernmachen. Papa, wie gefällt's dir? Du hattest deine Hand vor. Ah, du, jetzt tut das so, als hätte er mich nicht gesehen. Also. Aber ich zeig's euch gleich. Eins, zwei, drei. Tada! Okay, überbelichtetes Grauen. Aber, ich bin jetzt auch ungeschminkt, dies, das. Aber was sagst du? Man schaut gleich ein bisschen hübscher aus, gell? Die Augen so. Bestimmt, wenn er auch? Bestimmt, kannst du auch hingehen. Gibt's ja keinen. So, Borsten, oder? Borsten. Aber du kannst mitgehen, wenn du willst. Das nächste Mal kriegst du auch hübsche Wimpern. Der Papa ist ja auch da. Sag mal hallo, Papa. Blutstein-Lolli. Blutstein-Lolli, toll. Danke für das Information. Warum schaut sie am Tisch so aus? Hm? Ich habe heute aufgeräumt. Why? Why? Jetzt ist Nachschub von. Der Papa, ich sag's euch. Der Papa, wenn der gegessen hat am Abend, dann steht er auf, so wie er ist. So schön wie er ist, steht er auf und geht. Und dann, wer macht das hier weg? Ich, am nächsten Morgen. Ja. Aber du hast mich gestern gelobt, ich habe die Wäsche gewaschen. Ja, Schatz, du bist gekocht. Ich habe heute wieder. So ein Negativ. Ich habe heute wieder Wäsche gewaschen. Extra für dich. Und so ein Motivations. Darin.
Ich muss übrigens schauen, ich habe die zweite Waschmaschine, habe ich nämlich auch schon reingemacht. Die kauft? Nein. Ich schau mal, ob der Trockner schon fertig ist. Papier ist... Oh, wie cool. Schaut mal. So cute. Und ich habe ein Kaugummi gemacht. So lieb. Lieb sind's. Boah, der Trockner geht immer noch. Die Wäsche wäre nämlich auch schon fertig gewaschen. Tja, hallo? Was ist denn nur mit euch? Was? Kinder streiten. Sehr gut. Mama, richtig? Ja. Das tut sie nicht. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich werde jetzt die zwei Mäuse ins Bett bringen und dann, ja, auch ins Bett gehen. Und ich melde mich dann einfach morgen wieder. Gute Nacht. Ich wünsche euch einen erholsamen Schlaf. Oder morgen. Oder wann auch immer ihr dieses Video anschaut. Danke. Nochmals möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Danke für euren krassen Support, das ist ja der Wahnsinn. Also wie ihr diese Daily Vlogs aufnehmt, ich küsse eure Augen, wirklich so dankbar dafür, dass ihr das gerne schaut und ich freue mich so, deswegen produziere ich das auch voll gerne für euch und nehme euch einfach durch den ganzen Mama-Wahnsinn-Alltagsstress mit. Und ja, gut, gute Nacht.